Ich sage Ihnen erstmal Dankeschön für das Interview und Tschüss nach Arnsberg. Tschüss. Ja, und das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. 50 Tonnen schwer, ein Riesenrohr wird da ferngesteuert, die letzten Meter nach Freudenberg buxiert. Was ein Koloss, ja, aber nur ein Teil der Windräder, die im umstrittenen Windpark am Knippen aufgestellt werden. Da war lange Baustopp, aber jetzt geht es wieder richtig rund. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob die Windräder dann auch tatsächlich ans Netz gehen. Die Entscheidung liegt nämlich immer noch beim Oberverwaltungsgericht in Münster. Gebaut wird trotzdem. Maßarbeit war der Transport eines der 35 Meter langen Endstücke der zukünftig 140 Meter in die Höhe ragenden Masten für die neue Windkraftanlage in Freudenberg. Rein theoretisch hätte man schon im Oktober 2017 weiterbauen dürfen, nachdem das Verwaltungsgericht in Arnsberg den Baustopp aufgehoben hatte. Aber um die gesamte Transportlogistik wieder aufzubauen, brauchte es fast 4 Monate. Der Bauherr, die CPC Germania in Rheine, ist sich sicher, dass das Urteil des Arnsberger Verwaltungsgerichts auch in der nächsthöheren Instanz Bestand haben wird. Das Verwaltungsgericht hat die aufschiebende Wirkung der Beschwerde aufgehoben. Damit ist der Genehmigungsbescheid wieder rechtsgültig. Und in diesem Zuge haben wir die Rechtssicherheit, wieder weiter zu bauen und zu errichten und zu betreiben. Wie das Oberverwaltungsgericht in Münster über das Baugebiet am Knippen entscheidet, weiß niemand. Wenn wir nicht sicher wären, dass das OVG zu unseren Gunsten entscheidet, würden wir nicht weiterbauen, sagt Investor CPC. Man gibt sich zuversichtlich, sehr zuversichtlich sogar. Also vielleicht zum Verständnis nochmal, angegriffen wird ja die Genehmigung an sich, insofern die Genehmigungsbehörde. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir mit den Unterlagen, die wir der Genehmigungsbehörde beigebracht haben, da keine Verfahrensfehler und auch die Genehmigung an sich Bestand hat. Da sind wir uns ziemlich sicher. Gibt es dann einen Plan B, wenn das jetzt, meine Gerichte entscheiden mal so und sie entscheiden auch mal so, wenn das wirklich den Bach runtergeht? Nein, nicht wirklich. Gibt es keinen Plan B. Harry Neumann gehört zu den Gegnern des Windparks. Er engagiert sich in der bundesweiten Initiative Naturschutz, die gegen den Windpark klagt. Trotz neuer Gutachten des Investors, die die Bedenken der Umweltschützer zerstreuen sollten, bleibt er bei seiner Ablehnung. Es schmerzt ihn sehr, wenn er die Transporte rollen sieht. Ja, mir blutet das Herz und ich hoffe, dass sie bald wieder rollen. Und zwar in umgekehrter Richtung, dass die Anlagen wieder abgebaut werden müssen. Wir gehen davon aus, dass die Genehmigung rechtswidrig ist, nach wie vor. Dass die vorgelegten sogenannten Gutachten mangelhaft sind, völlig unzureichend sind. Und wir hoffen sehr, dass das Oberverwaltungsgericht die Baugenehmigung wieder aufhebt. Wenn alles zügig läuft, sollen die Arbeiten am Knippen schon im März beendet sein und 6.000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Landwirt Rainer Jungblut möchte darauf gerne verzichten. Nachdem er sich im April 2017 in der Lokalzeit Südwestfalen gegen die Anlagen in der Nähe seines Hofes stark gemacht hatte, wurde er in den sozialen Netzwerken zum Teil aufs Übelste beschimpft. Öffentlich äußern mag er sich deshalb nicht mehr. Auf Nachfrage teilte das Oberverwaltungsgericht heute mit, man sei derzeit mit dem Fall am Knippen beschäftigt. Noch im Februar will das Gericht entscheiden. Wie auch immer diese Entscheidung aussieht, der Investor hat in jedem Falle verloren. Viel Geld nämlich durch 9 Monate Verzögerung. Ich kann Ihnen da leider noch nichts sagen, weil natürlich auch noch nicht alle Rechnungen auf dem Tisch liegen. Aber das Budget ist natürlich gesprengt für das Projekt. Und es werden sicherlich etliche Kosten sein, auf denen die Germania momentan sitzen bleibt. Insider vermuten, die zusätzlichen Kosten dürften sich auf 1 Million Euro und mehr belaufen. Dafür müssen sich die Windräder lange drehen, wenn es denn überhaupt je dazu kommt.